Moinsen, mein Name ist Meik Taroka, ich bin der Prinzessin unter die Let's Player und das ist Let's Play Pokémon Stadium. Und es geht weiter mit diesem wunderbaren Spiel, bei dem wir nochmal von vorne anfangen. Schätze ich. Ich habe mal meine Haare gewechselt. Ich habe mal die Frisur von... den Zopf von links nach rechts gepackt. Und so, und die Haare wieder etwas neu sortiert. Sieht irgendwie besser aus als vorher. Soll ich das nicht vorher so gemacht? Sorry, ich habe gespuckt. I'm very sorry. So, wir beginnen ein weiteres Mal und kriegen das heute besser hin. Das ist der Metronom-Typ. Das ist der Jongleur. Jongleur. Der Jongli. Ich habe jetzt übrigens das erste Mal meine PlayStation 4, meine PlayStation 5 und diesen ganzen Kram und die Xbox One und so hier drüben. Seit ich oben geräumt habe. Steht jetzt alles darum. Ich muss unbedingt, ich hoffe, ich habe es gemacht, so eine Roomtour. So eine kleine, wie es jetzt aussieht. Wir hatten hier Zeus genommen, ne? Für die Power. Und dann so. Ja. Weißt du was? Ich nehme auch nochmal Uri Geller mit für selber Metronom. Das wäre eigentlich ganz lustig, aber ich möchte natürlich nicht Gefahr laufen, meine Continues, die ich noch einfach bekommen kann, zu verschwenden. Es ist Pixie. Es ist die dumme Pixie. Es gab früher in Monster Rancher gab's einen Charakter, der Pixie hieß. Das war einfach so eine Dämonentante. Die eigentlich erst böse war und danach war die lieb oder so. Keine Ahnung. Mir fällt gerade auf, dass der Hauptcharakter Genki hieß und das war komisch. Das war komisch. Nichts anderes oder so an der Serie war komisch. Ah. Einfach abgeschüttelt so. Volltreffer. Ja, das war's mit Pixie. Xipi! Es flattert mit den Flügelchen. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Ja, ich mache mich auch bereit. Salazim, Salazar. Salazim, Salazar. Es ist ein Simsala. Gleich ist es kein Simsala mehr. Ahaha, Meditation. Es macht seinen Angriff stärker. Na, das irritiert mich jetzt. Was soll's denn mit einem höheren Angriffswert? Das hat weh, schätze ich. Also das habe ich vorhin sehr souverän gemacht, denke ich. Mit Bohrschnabel, das ist eine gute Wahl, schätze ich, für den Kampf. Also Zeus macht das ziemlich gut. Konter macht wieder nix. Das haben wir schon mal festgestellt. Das hat, glaube ich, der gleiche Typ gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Kraftpunkte? Kaskade! Das ist eine schöne Technik. Habe ich früher immer mehr gemocht als Surfer tatsächlich. Weil es einfach weniger vorkam. Und dann kommt der Volltreffer, der nutzlos war. Der Volltreffer war so nutzlos wie ein Lutscher, der nach Scheiße schmeckt. Wenn du einem Löffel ausweichen kannst, kannst du auch einen Löffel ausweichen. Ja, das macht Sinn. Kannst auch einen Ball ausweichen. Nein, es war eigentlich ein Schraubenschlüssel, aber ist okay. Jetzt hat es nur noch einen. Es hat einen geworfen. Pass auf, es hat wirklich einen Löffel nach mir geworfen. Das wäre lustig. Wenn du einen Schraubenschlüssel ausweichen kannst, kannst du auch einen Ball ausweichen. Schmeiß. Boom. Ah. Dodgeball. Oh, so ein dummer Film. Zu oft gesehen. Er wirft ja wirklich mit... Hör auf! Hör auf mit Dingern zu werfen. Das ist gemein. Silberblick. Seine Verteidigung. Wie kommt denn das? Dampfwasser. Oh, ist hingefallen das und nicht wieder aufgestanden. Guck. Der Kampf ist vorbei. Das ist gut, denke ich. This is very good. So, perfecto. Win. Wir haben den ersten Sieg, das erste Continue. Mal gucken, was der zweite Gegner machte. Nicht so viel, glaube ich. Das war der.
Da ist ja mein Zapdos auch eine gute Wahl eigentlich. Nehmen wir noch Polaros mit und auch wieder Uri Geller. Warum nicht? Nehmen wir die gleichen. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Der gleiche wie vorhin. Wir haben jetzt 11.34 Uhr. 11.34 Uhr. Damit kann ich leben. Wenn ich aber hiermit fertig bin, haben wir nicht mehr 11.34 Uhr. Das macht natürlich Sinn. Was macht er denn? Der wechselt. Oh! Oh! Oh, Junge! Nino Queen King! Entschuldigung, hab ich dich jetzt falsch gegendert? Es tut mir leid. Hab ich Queen gesagt? Ich fänd's auch nicht so gut, wenn man mich Prinz nennen würde. Ich bin immerhin die Prinzessin. Polaros. Wenn er jetzt Erdbeben macht, trifft's wen. Das hätte er auch so nicht getroffen. Steinhagel wird mir wehtun. Mir fällt gerade auf, dass Steinhagel mir wirklich wehtun würde, weil ich jetzt auch noch ein Eis-Pokémon bin. Toxin! Okay. Die Animation, ey. Die war hart. Kenn ich die? Ja, wahrscheinlich. Oh nein! Wir sind tot. B! Das war's. Tschüss, Polaros. Nein, du lebst? Erstaunlich. Das habe ich nie erwartet. Hätten wir die eigentlich sterben müssen? Das sind ja auch Gestein gegen Eis effektiv. Leck mich am Arsch. Das hat funktioniert. Ich wechsle zu Zeus. Vielleicht wechselt er ja auch. Aber so stirbt Polaros nicht. Und ich kann ihn jetzt mit Bohrschnabel wegpusten. Und danach habe ich ja wieder... Gegen das erste Pokémon war ich ja gar nicht so schlecht, was der eingesetzt hatte. Mir ist kalt. Wie das da steht, das ist großartig so. Das waren jetzt lustige Störgeräusche. Ja, ein Treffer. Und ich mach ihn fertig, wenn ich wieder wach bin. Wenn ich wieder enteist bin, dann bin ich nicht fertig. Oh, nee. Das arme Tier. Schmockmock. Oh, bitte explodier nicht. Oh, bitte explodier nicht. Oh, bitte explodier, bitte explodier, bitte explodier nicht. Explodier nicht, bitte, bitte. Bitte explodier nicht. Yeah. Das wird der Beat. Dönerblitz. Könnt ihr mich mal dazu zwingen, immer wenn ich Kartons habe, die sofort kaputt zu machen und wegzuschmeißen? Also klein zu schneiden und wegzuschmeißen? Ich hab jetzt im Hausflur, nein, im Wohnungsflur hier, hab ich, oh, lass mich nicht lügen, vier Kartons nur mit Kartons. Also das ist einfach nur vier Kartons voll mit klein geschnittenen Kartons. Ich habe einen großen Karton genommen und ganz viele Kartonschnipsel reingeschmissen. Von, keine Ahnung, so Katzenstreu-Packungen und Paketen und so, was halt alles mal so angekommen ist. Und das ist so viel Pappe und ich habe noch mehr. Und draußen habe ich schon, ich habe im Hausflur habe ich schon irgendwie so zwei Kartons stehen. Und unten, die stehen aber schon ganz schön lange sogar. Die habe ich schon mal immer klein gemacht, aber die liegen einfach nicht runtergebracht. Und dann habe ich aber unten an der Mülltonne auch schon zwei Kartons stehen. Also ich habe richtig viele Kartons. Oh Mann. Es gab mal irgendwie bei 1 Live oder so, bei dem Radiosender, so eine Frage nach der Person mit den meisten Pfandflaschen. Und da hatte einer irgendwie über 2000 Stück in so einer Lagerhalle. Und die haben die dann weggebracht mit einem Reporter da von denen. Voll lustig, ey. 2000 und, ich weiß nicht, wie viel es waren. Irgendwas mit 2000 Pfandflaschen hatte der. Er dachte selbst, es wären über 4000, aber es waren nur 2000. Aber es ist halt echt krass, wie viele Pfandflaschen er einfach hatte. Die sind dann mit dem Gabelstapler sind die da hingefahren. Voll geil. So vorne irgendwie drauf geladen, so einen riesigen Beutel oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Die haben gesagt, die sind dann mit dem Gabelstapler hinterher gefahren oder so. Ganz verrückt. Und so, da ist wieder der Gegner. Ich nehme jetzt Polaros direkt zu Anfang, oder? Nein, ich nehme jetzt Horus.
Horus macht einfach Flammen, Feuersturm und das war's. Wie wär's? So, dann nehmen wir noch Polaros mit. Und Sunny? Sunny kann Surfer für Vulnona oder so. Und du kannst auch Psychokinese. Also, wir nehmen diesmal nicht Uri Geller mit. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Komm schon, wer ist es? Komm schon, wer ist es? Lapras, natürlich, was denn sonst? Ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt. Ich hab es befürchtet eigentlich, dass es dieses Pokémon sein wird. Aber ich habe jetzt eine neue Strategie. Komm. Hau es um. Bitteschön. Also bis jetzt gar nicht laufen können. Das ist schon richtig gut. Body Slam, es macht jetzt nur die Hälfte Schaden, weil es ist verbrannt. Ist das wenig? Das hat gar nichts gemacht. Das mache ich fliegen. So. Tschüss. Es steigt in den Himmel empor. So, danach ist es weg. Denke ich mal. Konfus. Trifft mich nicht. Das war ein Konfusstrahl. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Die Beinchen gerade von Lavados so. Die schenken sich wirklich nichts. Das macht halt wirklich so. Auf welchem Stuhl sitze ich eigentlich? Nicht der, der so einen Krach macht, oder? Ich habe einen Stuhl, der quietscht. Aber so heftig, das klingt wie ein weinendes Hundebaby. Das ist kein Witz. Das klingt einfach wie so ein Hundebaby oder so. Das ist Wahnsinn. Machen wir wieder fliegen, denke ich mal. Na komm. Das Vieh ist jetzt halt da, es macht von Fußstrahl, es nervt mich zu Tode. Ich benutze nicht lieber Feuersturm. Dann zwei Runden Attacken sind blöd, wenn man verwirrt ist. Es steigt wieder empor. Das beim Singen ist das scheiße, wenn das passiert. Schützen Sie Ihre Dokumente und so. Was willst du denn jetzt? Es ist nicht verwirrt. Perfekt. Das war auch nicht stark, also 50. 51. Ein KP mehr muss sein. Das Vieh ist Level 52. Bumm, verwirrt. Ich mache jetzt trotzdem Feuersturm. Ist mir egal. Ihm aber nicht. Oder ihr? Ach, es hat kein Geschlecht. Mir fällt gerade auf, Lavados sieht aus... Der Körper selbst sieht aus wie ein Jungglut. Was geht ab? Guckt euch das an. Guter Treffer. Das hat diese Form. Es könnte auch sein wie... ist egal. Jungglut ist übrigens mega hässlich, aber Logok ist cool. Und Flemly ist sowieso Beste. Eigentlich nicht. Plinfa ist Beste, aber... Phynx ist auch toll. Phynx ist da hinten übrigens, mein Krüppli. Mein Krüppli, hinten auf der Couch. Da kann man wahrscheinlich eh nicht sehen. Ist eh viel zu dunkel. Aber da hinten, man kann die tatsächlich überhaupt nicht richtig sehen, die Plüschtiere, die da rumstehen. Ich wechsle jetzt. Sunny. Ich möchte ein Continue in dem Kampf. Ist mir scheißegal wie, aber ich möchte eins. Es ist riskant, das Pokémon zu wechseln, vermutlich, aber ich mach's trotzdem. Body Slam. Ah, nein. Warum denn Body Slam? Nona Vull. Vulnona müsste eigentlich voll lahm sein, aber trotzdem ist es jetzt immer wieder schneller und so. Warum? Nein, ich bin schneller. Gut, es ist weg. 1, 2, 3 KP werde ich wohl schaffen. Genau auf die Schwachstelle. Nein. Wieso? Wieso lebst du noch? Ja, es lebt noch. Es lebt noch. Es lebt noch. Jetzt mache ich Psychokinese, wenn der wechselt zu. Ich weiß. Wenn der wechselt so, ne? Ich habe das geahnt. Es ist Gengar. Es kriegt es aber voll auf die Fresse, das Vieh. Ja, muss es. Ich muss es jetzt auch erstmal wegmachen. Das ist das Wichtigste dabei. Leider ist es schneller. Es hat 69. Ich bin nicht mehr 13, also. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mit 13 wusste, was das bedeutet. Es ist gestorben. Guck mal, wie schön. Das ging ja sehr schnell. Dein letztes Pokémon. Vielleicht wird ja der nächste Kampf leichter. Der ist auf jeden Fall gerade sehr ätzend hier.
Aber ich mache alles richtig, glaube ich. Meine Pokémon sind alle noch am Leben. Und der hat noch ein Pokémon mit 20 KP. Und ich bin schneller als dieses Pokémon. Noch ein Stupser. Und das war's. Wenn er jetzt noch ein Pokémon gehabt hätte, hätte er es wahrscheinlich wieder gewechselt. Warum, weiß ich nicht, aber das machen die manchmal. Manchmal sind die ganz dumm. Auch wenn der Gegner wirklich gut gedacht hat. Mann, der war wirklich gut. Respekt, du hast mich einmal vernichtet und meinen Run beendet. Und damit meine Folge. Wie ein NPC in einem Spiel effektiv meine Aufnahme beendet hat. Finde ich interessant, tatsächlich. Extra Continue. Sehr gut. Begrüße ich sehr an der Stelle. Jetzt habe ich schon 3 Stück davon. Das sind schon 2 mehr als vorhin. Und ich bin im 4. Kampf. Das ist ein was? Elektro und Pflanze. Das ist ja random. Ich darf nicht Sunny nehmen. Ich nehme auf jeden Fall Zeus. Zeus ist eine gute Wahl an der Stelle. Ich nehme Polaros. Ist ja auch ein Vogel, ist eigentlich auch nicht so gut. Ich nehme Uri Geller. Meine Frage ist jetzt, du hast einen schlechten Verteidigungswert. Oder? Du bist halt einfach trotzdem viel stärker. Aber leider auch super langsam. Also, oh shit, ich habe einfach keine Chance. Ich nehme Burns mit. Vielleicht auch noch gegen die Pflanzen-Pokémon. Eine bessere Wahl. Was anderes darf ich, glaube ich, einfach nicht nehmen gerade. Raichu! Jurai, es ist schon wieder vom Planeten Jurai. Ich nenne es Aieka. So. Sie begeben sich in Kampfposition. Es ist Level 54! Bösartig. Das gleiche habe ich übrigens auch gemacht. Mal gucken, ob ich durchkomme. Ich komme durch. Ich hatte schon Angst, dass der schneller ist und ich nicht durchkomme. Oh, es ist paralysiert. Mein Problem ist, dass ich jetzt mit meinen Attacken wirklich keinen Schaden anrichte. Also wirklich gar nicht. Boah, Schnabel ist auch einfach so nicht mal normal effektiv. Oder ist das normal effektiv? Weiß ich gar nicht, probier es. Donnerblitz, das ist natürlich jetzt auch schlecht, weil es auch normal effektiv ist. Und er hat natürlich einen wesentlich besseren Angriffsbonus damit als ich. Ich muss einfach ein bisschen Glück haben. Es ist nicht sehr effektiv. Natürlich. Dann mache ich auch Donnerblitz. Oh, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Geowurf? Nein! Was geht an? Warum denn sowas? Ja, ein Treffer. Warum muss das Vieh so stark sein? Oh, der hat viel zu gute Attacken im Gegensatz zu mir. Und natürlich ein sehr hohes Level. Das Gute ist, ich habe noch eine Chance jetzt, ein bisschen mehr Schaden zu machen. Und dann kann ich auch mit Polaros Eisstrahl machen. Das wäre natürlich eine relativ safe Attacke, um den Gegner zu besiegen. Da verzichte ich jetzt auf das Continue. Das ist mir egal. Das macht keinen Sinn. So. Oh yes, das ist schon mal sehr gut. Und das ist noch viel besser. Oh, jetzt ein Volltreffer. Das wäre so geil. Schade. Aber das hätte eh nicht gereicht. Der hätte mit irgendwie 3 KP oder so oder 6 oder so überlebt. Aber Geowurf, das war's für uns. Wir haben aus dem Paralyse-Effekt mehr rausgeholt, als er aus seinem. Er hat damit nämlich eigentlich nur gesorgt, dass er eine Runde länger Schaden nimmt von uns. Er hätte mich halt eine Runde vorher besiegen können, theoretisch, aber. So, Uri Geller könnten wir auch benutzen. Wir haben gar nicht Polaros. Ach ja, stimmt. Warum? Das wäre auch dämlich und so. Nehmen wir Uri Geller. Er kann wenigstens noch Paralyse für den nächsten Kampf, für den nächsten Gegner dann machen. Er könnte jetzt Ruckzuckhieb einsetzen und mir Schaden machen. Das könnte sogar ziemlich viel abziehen, tatsächlich. Psychokinese. Wechsel bitte. Schade, es wäre so. Manchmal wäre das super, wenn er wechseln würde. Einfach damit er auf die Fresse kriegt, aber tut er nicht. So blöd ist er dann doch nicht, denke ich. Es hat Wacker geschlagen. Aber Aieka schlägt sich eigentlich nur mit Ryoko.
oder Washu. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Zapdos. Da weiß ich ja, was ich zu tun habe. Ich habe jetzt Geowurf. Aber ich habe auch Psychokinese. Also, erstmal Donnerwelle ist das Wichtigste. Macht er auch, hundertprozentig. Oder er macht Bohrschnabel, so richtig effektiv. Ne, er macht Donnerwelle. Ich habe nichts anderes erwartet. Donnerwelle ist so beliebt bei Gegnern. Mal gucken, ob ich jetzt immer noch genauso ein Glück habe. Oder ob er jetzt Glück hat. Ich habe schon mal Glück. Sorry. Was ist das? Nice, das. Ich habe mega Glück. Also wenn ich das letzte nicht kaputt kriege, dann weiß ich auch nicht. Ah, jetzt habe ich Pech. Es ist vollständig paralysiert. Boah, das war richtig übel. Ich kann leider nicht mal heilen, deswegen muss ich jetzt angreifen. Ich darf sogar angreifen, cool. Das heißt, der Gegner ist vermutlich besiegt. Ja. Leider ist Uri Geller jetzt auch paralysiert und tot. Das heißt, mein letztes Pokémon muss kaputt gehen durch Burns. Tangela, das kriege ich sogar hin. Der macht wahrscheinlich Stachelspur dann bei Burns, wenn er denn dran kommt. Ich könnte es paralysieren versuchen, je nachdem, was er macht. Ich kann auch Psychokinese machen, macht dann Schaden. Ist auch eine Menge wahrscheinlich. Risikotackle. Oh, bitte geht daneben, ey. Es geht. Zweit, oh mein Gott. Was habe ich denn eigentlich erwartet? Schade. Den Kampf kann ich aber gewinnen. Den Kampf kann ich gewinnen, habe ich gesagt. Komm ihn nicht blöd, du Miststück. Von einem Pokémon. Das heißt Merkel. Es ist ein Tangela. Es ist ein Tangela Merkel. Ja. Alles oder nichts. Ein heißer Feuersturm. Eine sehr effektive Attacke. Es lebt. Stachelspur, jetzt muss ich nur noch angreifen, einmal. Vielleicht macht er sich auch selbst mit Risikotackle kaputt, ich weiß es ja nicht. Ich muss nur noch einmal zum Angriff kommen, einmal. Psychokinese dürfte reichen. Habe ich jetzt so beschlossen. Es hat nur 32 KP, ein Angriff dürfte... Nein! Es ist vollständig paralysiert. Der Arena-Fight geht weiter. Ich behaupte das jetzt, dass es reicht. Oh, Risikotackle, ja. Oh, bitte kein Volltreffer. Oh, was passiert denn? Er zieht sich auf jeden Fall selber nochmal ein paar KP ab. Das, dann reicht es auf jeden Fall. Ja, ich habe gewonnen. Es sei denn, der Glitch kommt. Aber das glaube ich nicht. Oh, ich habe Volltreffer. Nice. Das war schön. Burns hat es geschafft. Oh. Ich habe wieder irgendwas im Auge, Mann. Das fühlt sich ekelhaft an. Dreck. Aber das ist diesmal habe ich keine Kopfschmerzen. Diesmal fühlt sich nur so alles etwas im Auge. Es könnte auch einfach ein Haar sein, das einfach so sich so gedacht hat, es wandert jetzt mal in meine Fresse. Was passiert manchmal? 11.53 Uhr. Den Cup könnten wir jetzt... Oh mein Gott, Dragoran! Level 5 und... Oh mein Gott, Dragoran und Relaxus Level 55. Das ist ziemlich böse. Ach Mann, ich würde so gerne mit Polaros anfangen, aber der hat einfach Pokémon. Der hat einfach Arcani und Elektroball. Das ist gar nicht gut. Ich fange an mit Zeus an der Stelle. Sunny wäre natürlich auch cool, vielleicht. Sunny kann sich heilen, das ist wenigstens nicht. Dann stirbt es wenigstens nicht so extrem. Es kann Donnerwelle und Genesung. Das sind gute Techniken, die ich gebrauchen könnte an der Stelle. Dann nehme ich die. Seid ihr dabei? Ich bin dabei. Ich bin bereit. Für all das, was kommen mag. Relaxo kann sich heilen. Das wäre eine Sache, die mich abfucken würde. Es setzt selbst Arctos ein. Ah ja, ne? Jetzt muss ich aber... Ja, muss ich aber Glück haben. Ich will es nicht paralysieren, weil...
ich will die Runde, die ich habe, mit Zeus nicht verschwenden. Ich würde lieber angreifen. Weil Eisstrahl macht mich voll kaputt. So wie der Angriff mich jetzt auch, den jetzt auch ziemlich kaputt gemacht hat. Aber das war riskant. Das war einfach riskant. Das wollte ich nicht, nicht riskieren, keinen Schaden gemacht zu haben. So, das bin ich auf jeden Fall schon mal losgeworden. Je nachdem, was jetzt kommt. Das ist auf jeden Fall ein super ätzender Gegner schon mal. Das ist der Greis, ne? Oh mein Gott, natürlich hat er so starke Pokémon. Relaxo, Level 55. Das ist wenigstens super lahm. Das kann ich nochmal eben paralysieren. Das ist gut. Das gefällt mir. Relaxo ist unmöglich schneller als mein Pokémon. Vielleicht darf er ja nicht angreifen. Es hat 280 KP, das ist richtig viel. Und ich glaube, es hat einen höheren Spezialwert als... ich glaube, es hat generell... Es darf tatsächlich nicht angreifen. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Ich probiere es jetzt einmal mit Donnerblitz und dann, wenn das nicht so viel macht, mache ich Bohrschnabel, wenn ich noch dazu komme. Es wird wahrscheinlich... Ich kann mir das jetzt... Oh mein Gott. Nein, jetzt mache ich auf jeden Fall den anderen Angriff. Jetzt mache ich auf jeden Fall Bohrschnabel. Wenn es so kommt, dann nicht. Dann kann ich auf keinen Fall mehr auf Spezialangriffe zurückgreifen. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Das war awesome. Es ist ständig paralysiert. Der Kampf wird immer intensiver. Komm, noch ein Volltreffer, das wäre Wahnsinn. Oh was Götter. Scheiße. Ja, Psychokinese von all den Dingen. Oh shit. Okay, Zeus wurde besiegt. Aber sein stärkstes Pokémon ist gleich weg. Und ich darf anfangen. Es kann also nicht mal mehr mit Dingens kommen hier. Der Move. Ihr wisst, welche ich meine. Oh shit, der hat seinen Wert erhöht. Oh mein Gott, ich muss es auf jeden Fall schaffen. Okay, Starmy muss jetzt mit Surfer ran, denke ich. Damit ich den ich weiß nicht, was stärker ist. Surfer ist eigentlich schwächer als Psychokinese. Verdammt! 32 KP muss ich schaffen. Okay, das ist gut. Ich hatte wirklich Angst, dass es irgendwie nicht reichen könnte. 32 KP ist echt nicht viel, aber es hat einmal seine Werte erhöht. Das ist Level 55. Das hätte auch einfach nicht reichen können. Und dann hätte er Erholung machen können. Dann hätte ich den ganzen Scheiß von vorne machen müssen. Pinsir. Psychokinese ist weg. So ungefähr. So stelle ich mir das vor. Ich habe noch Polaris zur Not. Okay, den Greis kriege ich auf jeden Fall down, denke ich. Spezialwert ist gesunken. Das ist okay. Noch, wenn er jetzt noch mit Schlitzer, wenn ich den überlebe, ist der weg. Eine Psychokinese und das war's. Ja, eine Psychokinese. Und das war's. Ich habe gewonnen. Yeah! Der Kampf läuft. Jetzt läuft der ganze Wettkampf auch. Nicht nur dieser eine Kampf hier, sondern tatsächlich alles in diesem Cup. Einer der stärksten Gegner wurde besiegt. Das ist Wahnsinn, oder? Kampfende Greis wurde besiegt. Bam. Weiter, ich habe immer noch 3 Continues. Das ist auch sehr, sehr gut. Eine Schönheit. Keine Ahnung, was sie da für eine Pose macht. Die hat sehr viele Wasser-Pokémon und 2 Boden. Okay, das ist auf jeden Fall für dich. Aber ich glaube, ich beginne mit Uri Geller. Uri Geller war auch sehr schnell, ne? 142 ist okay, aber 155 ist schneller. Du bist auch 144 schnell. Das ist auch ziemlich gut. Polaris? Nehmen wir Polaris noch mit. Wäre eigentlich gar nicht so dumm. Es wird auf jeden Fall auch nicht von Dingens getroffen. Von Erdbeben oder so Kack oder Schaufler. Ich wollte erst Dingens mitnehmen. Zapdos. Aber ich habe zu viel Angst, weil Zapdos kann gegen die Boden-Pokémon halt gar nichts machen.
Da mache ich auf jeden Fall Psychokinese direkt. Ich hab Angst vor dem Vieh. Surfer, ja, das ist sehr schnell. Habe ich letztes Mal schon mal festgestellt, glaube ich. Boah, das war echt übel. Das kann ich aber überleben. Nochmal. Der wird jetzt einfach sterben, wie wäre. Nein. Jetzt überlebe ich es auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Würde ich behaupten. Psychokinese. Ich weiß, ich krieg noch einen Angriff. Ah nein, er wechselt. Okay. Dann wechselt er eben. Damit kann ich auch leben. Aerodactyl, das ist auch sauschnell. Das gefällt mir nicht. Auch schneller als meins. Und das hat einen hohen Angriffswert. Das heißt, Uri Geller würde bei dem Kampf tatsächlich sterben. Ganz egal, wie ich es drehe und wende. Das Problem ist, ich kann auch nicht zu Polaris wechseln. Das würde auch sterben. Und Sunny ist zwar schnell, aber das ist auch nicht der. Egal, wir probieren es einfach, ob wir einen Angriff überleben. Vielleicht trifft er auch einfach nicht oder so. Das ist unwahrscheinlich. Dann ist jetzt Sunny dran. Wenigstens kann ich mit Sunny auch besser gegen Tentoxa gewinnen. Polaris ist eine dumme Wahl, die wird jetzt nicht so viel helfen. Vor allem ist das saulahm. Polaris ist langsam 111 oder so hat das Geschwindigkeit. Weiß nicht. Das war auf jeden Fall nicht so viel. Surfer. Risiko-Tackle, das tut jetzt richtig weh. Aber wir können uns jetzt zur Not heilen. So, das Vieh ist auf jeden Fall weg, da bin ich mir sicher. Surfer wird reichen. Vor allem, weil seine Werte auch einmal gesenkt wurden. Also sein Spezialwert ist gesenkt. Das heißt, es zieht nochmal mehr ab. Weg damit. So, wenn jetzt Tentoxa kommt, müsste ich eigentlich, solange es keinen Angriff macht, der so richtig OP ist gegen mich. Das könnte auch Risikotackle vielleicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wer schneller ist. Vielleicht bin ich ja auch schneller. Ich glaub's nicht. Aber ich bin schneller. Psychokinese, Haus oben. Leider glaube ich, dass es trotzdem überlebt. Weil Uri Geller es nicht geschafft hat. Okay, wir haben es trotzdem geschafft. Gut. Dabei dachte ich, Uri Geller wäre stärker. Ah, egal, wir haben auf jeden Fall ein gutes Pokémon mit einer guten Psychokinese und der Gegner noch ein Vieh und das ist Dictri. Das ist sehr schnell. Sehr schnell. Wir haben auch noch Polaris. Das kriegt es auf jeden Fall kaputt. Surfer. Wer ist schneller? Der Gegner. Erdbeben. Aua. Überleben wir das? Mit 10. Perfekt, das ist gut. Der hat einen sehr schlechten Spezialwert, das heißt, es könnte reichen. Das hat... Ja, auf jeden Fall. Aber dann haben wir den Kampf gewonnen. Wir haben einen weiteren Gegner besiegt. Die Schönheit. Ich bin viel schöner als die. Ich kann zwar nicht diese Pose, die sie macht. Ich weiß auch nicht, aus welcher Perspektive das genau ist. Das ist keine Ahnung. Die ist so seitlich so. Keine Ahnung. Die macht so eine komische Pose halt. Die mache ich nicht. Weil ich bin wirklich schön. Und der guckt so. Ich hab keinen Bock zu kämpfen. Schöne Team hier, schöne Team. Was habe ich gerade gesagt? Schönes Team. Glurak, Bisaflor, Sichlor, Dictror, Kinglor. Das wäre cool, wenn die Namen so heißen würden. Glurohr. Nee. Snobilirohr. Snobilirohr. Das ist einfach so ein Rohr. So ein. Egal. Wo waren wir? Wir waren dabei. Zeus ist jetzt auch wieder kacke. Weil der hat auch ein Dictri. Verdammt. Und da weiß ich ja schon, was ich nehmen muss. Und Polaris und ich glaube Uri Geller wäre dann sinnvoll. Wieder. Es sind wieder die gleichen. Das ist okay. Damit kann ich leben. Vorletzte Runde. Niemand möchte jetzt noch verlieren. Nein, ich möchte auch nicht verlieren. Florbisa. Florbisa. Das kriege ich sogar kaputt. Vielleicht. Mit Psychokinese. Aber erstmal den anderen Scheiß. Das wird mich nämlich eine Menge Schaden machen mit Pflanzenattacken. Also Rasierblatt könnte sehr wehtun. Ich weiß nicht, was es machen möchte, so Nahstrahl. Rasierblatt. Ja, damit habe ich gerechnet. Deshalb... Oh shit, das hat tatsächlich gereicht.
Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Nimm jetzt Polaros oder Uri Geller? Uri Geller. Sie begeben sich in Kampfposition. Ich glaube, Polaros möchte ich für was anderes haben. Der hatte andere Pokémon gegen das Polaros, gegen die Polaros besser wäre. Also erstmal Psychokinese. Eigentlich ist Bisaflor nur so ein Medicore-Pokémon, genau wie alle Starter eigentlich nur so mittelgut sind. Von dem, was ich an den Werten gesehen habe. Er darf nicht an. Ich habe gewonnen. Also den Kampf zumindest. Diese Runde. Diesen Zweier-Schlagabtausch. Er wechselt, verdammt. Ich kriege aber wenigstens einen Angriff durch. Psychokinese stark. Wer darf denn den Angriff abkriegen? Snobilikat. Verdammt, das Vieh mit so viel Power. Jetzt brauchen wir am besten Volltreffer, ansonsten wird das nichts. Sonst kriegen wir auf die Fresse. Aber ordentlich. Es war aber keiner. Das ist schade. Überleben wir einen Angriff? Ich glaub's nicht. Komm, ein Schlitzer macht mich kaputt. Oder Risikotackle. Ah, ich probiere es einfach. Ich habe Continuously, kann es im Notfall nochmal machen. Und weiß dann, wie stark der Gegner ist. Ich weiß jetzt, wie stark der Gegner ist. Okay, Snobilikat und Uri Geller ist eine ganz blöde Sache. Habe ich mir eigentlich gedacht. Aber ich wollte nicht wieder eine Runde verschwinden. Weil Polaros ist ja auch so lahm. Es kriegt dann ja auch zwei Angriffe ab. Jetzt kriegt es nur einen Angriff ab. Den es dann auch überlebt. Aber zwei? Zwei hätte ich schon wieder Angst bekommen. Okay, Eisstrahl. Gegen drei? Oh shit, der hat ja gewechselt. Da war ja was. Donnerblitz, nein! Warum denn? Was bringst du denn deinen Pokémon bei? Das macht. Ich habe mit Schlitzer jetzt eigentlich gerechnet, dass es mehr Schaden macht. Deswegen bin ich jetzt irritiert, dass Donnerblitz so wenig abgezogen hat. Volltreffer! Hau es um. So, was hatte der eben, was der gewechselt hat? Ich hab's vergessen. Was hat der denn gerade gewechselt? Oh, ich hab's vergessen. So ein halbtotes Pokémon. Es ist paralysiert. Ey, ist das nicht halbtot? Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Er macht einfach Stampfer oder Stärke oder so eine Kacke. Dann tut das weh. Toxin dauert mir zu lang. Fliegen ist nicht stark genug. Ich müsste es einfrieren. Also, ihr wisst... Oh nein, Krabbammer. Nein, normal effektiv. Und macht einen Volltreffer. Das ist eine sehr, sehr hohe Volltreffer wahrscheinlich. Okay. Ich habe nicht viele Möglichkeiten. Ich habe wirklich nicht viele Möglichkeiten. Ich kann es eigentlich nur einfrieren. Was anderes bleibt mir nicht. Oh, es ist bleib gefroren. Ein eingefrorenes Pokémon kann nicht angreifen. Ja gut, in dem Fall benutze ich jetzt auch einfach Reflektor. Also jetzt erhöhe ich einfach mal meine Chancen ein bisschen. Ich habe nur noch dieses Pokémon, das hat nur noch 77 KP, das ist nicht viel. Ich benutze jetzt Eisstrahl, vielleicht wechselt er. Das wird er nicht tun, aber. Was war dein letztes Pokémon? Verdammt! Ich habe das vergessen. Ich habe es paralysiert und es hat mich voll fertig gemacht. Ich komme nicht darauf klar, dass es einfach funktioniert hat. Es wird natürlich immer noch super schlimm. Wird das Eis jemals schmelzen? Nein. In der ersten Gen nicht. Also vergessen. Was ist das? Das ist der gleiche Angriff wie eben. Auf 2 KP. Sie schenken sich wirklich nichts. Okay, ich schrei. Boah, wechsel doch bitte. Mach dein Pokémon doch noch nutzloser. Oh, es ist immer noch gelähmt. Oh. Bumm, weg damit. Ich habe den Vorteil, dass ich anfangen darf. Es ist... Nein, warte. Das Pokémon, das ich gerade weggehauen habe, war Snobilikat. Was war denn das erste? Ich hab's vergessen, Mann. Was war denn das? Florbisa, genau. Das ist auch so halbtot. Genau. Oh, dagegen habe ich sogar eine Chance. Vor allem, der Angriff ist sehr effektiv. Und... Oh, das reicht. Ich hab gewonnen. Komm. Yeah. Ein Kampf noch.
Da seid ihr genauso gespannt wie ich. Oh mein Gott, ich ahne, dass es böse wird. Wahrscheinlich Arctos, Zapdos, Lavados, Dragoran, Relaxo und... Garados. Ich sag, es ist ein Garados dabei. Brauche ich auf jeden Fall ein Elektro. Ich weiß nicht, was der für Pokémon hat. Erdarten. So, ist es jetzt ist der Pokémaniac oder so? Wer war denn das jetzt? Psycho. Genau, Psycho hat man gesagt. Oh, scheiße, Simsala. Ah, natürlich ein Simsala. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich so ein Hassteam. Es ist so ein Hassteam. Es ist einfach Kokowai, Simsala, Starmie. Oh, diese ganze Scheiße, die ich nicht sehen will. Oh mein Gott. Donnerwelle. Wir beginnen mit dir. Oder? Mit dir? Ich weiß noch nicht. Zeus. Zeus Donnerwelle machen wir zuerst. Und dann Sunny und... machen wir Sunny? Nehmen wir Sunny? Ich weiß nicht. Zeus? Ich brauche Polaros, glaube ich. Nein, Polaros ist dumm. Das macht ja gar nichts eigentlich. Außer einfrieren. Das ist aber gut. Da habe ich vor Starmie und Lamus Angst. Das will ich eigentlich auch nicht unbedingt mitnehmen. Also wahrscheinlich nehme ich dann doch auf jeden Fall Uri Geller mit. Für Psycho. Das sind alles Psycho-Pokémon. Aber ich kann Geowurf. Aber Geowurf macht ja auch nur 50 Schaden, ne? Also Zapdos. Sunny kann sie heilen. Wir nehmen Sunny mit. Sunny kann sie heilen. Das ist gut. Polaros kann immer noch einfrieren. Wie oft mir das den Arsch gerettet hat. Ich nehme es mit. Es ist nur gegen ein Pokémon wirklich effektiv. Gegen Kokowai. Und gegen die anderen so. Es nimmt halt auch, glaube ich, zu viel Schaden. Das Polaros ist wirklich eine gute Idee. Aber die anderen haben genauso wenig gute Chancen. Da kann ich echt nur auf den Zustand hoffen. Es ist soweit, das Finale. In Kürze dürfen wir einen glorreichen testen wir mal, wie das wird. Ah, es ist ein Simsala. Was denn sonst, wenn es kein Simsala ist? Das ist auf jeden Fall ein Simsala. Komm, Donnerwelle. Das Ding muss paralysiert. Es setzt Reflektor ein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es weiß genau, was ich will. Ich will es mit Bohrschnabel wegpusten. Aber es macht leider was dagegen. Ey. Gut, dann hoffen wir darauf, dass wir einfach unseren Angriff mit einem Volltreffer durchkriegen. Also Donnerblitz. Hier ist der Angriff. Ein guter Treffer. Das waren gute 50 KP. Was nun? Was nun? Es macht nicht so viel Schaden, wie ich gedacht hatte. Ich hatte gesagt, es macht über die Hälfte. Es ist also nicht so super stark. Damit kann ich durchaus leben. Ein kraftvoller Angriff. Ja, ein Treffer. Ich habe wirklich damit gerechnet, Simsala macht mir mehr Probleme als das. Jetzt, das ist noch gar nicht so schlimm. Noch ein Donnerblitz oder mit ein bisschen Glück ist es weg. Dann haben wir schon mal einen Pokémon relativ souverän erledigt. Es lebt noch. Nein, es lebt nicht. Oh mein Gott, ich habe gedacht, das Publikum würde durchdrehen, wenn ich es besiege, aber das tut es nicht. Offenbar war das Publikum nicht begeistert. Ich glaube, wäre das jetzt irgendwie so ein Kampf in so einem E-Sport-Turnier, die wären voll abgegangen, wenn ich den besiegt hätte. Dass das so leicht geklappt hätte. So, Lamus! Brutal! Das mache ich total kaputt mit Donnerblitz. Ich glaube, ich habe den Kampf schon gewonnen. Das kann mir gar nichts. Oh mein Gott, das kann überhaupt gar nichts gegen mich ausrichten. Dieses Knacken gerade in der Leitung gehört, Donnerwelle. Das kann doch was gegen mich, verdammt. Mit ganz viel Pech komme ich nicht mehr dran. Und das wäre nicht gut. Psychokinese, oh. Das könnte auch natürlich meine Werte schlechter machen und dann kriegt es mich in weniger Runden kaputt. Ich darf tatsächlich nicht angreifen. Oh shit. Der Kampf wird immer intensiver. Es juckt. I'm sorry. Ich muss mir an den Titten grapschen, die ich nicht habe. Ich musste mir so welche zum Reinstopfen besorgen. Na? Ich darf angreifen, das heißt, er ist weg. Schön. So, mit Zeus kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Zeus werde ich opfern. Weg damit. Es tut mir leid, Zeus. Du musst dran glauben. Die Pokémon auf der Reserve.
Aber du hast eine Menge gute Arbeit geleistet. Ich bin erstaunt. Simsala fand ich tatsächlich am eindrucksvollsten, dieses Fertig. Oh mein Gott. Es ist Starmie. Ich hätte jetzt wirklich, wirklich, wirklich dieses Pokémon gebraucht. Ich hätte es jetzt wirklich gebraucht. Zeus, warum? Warum bist du tot? Oh, warum denn ausgerechnet das Psycho-Vieh? Warum ausgerechnet das Wasser-Psycho? Ich habe selber Sunny und Polaros halt, ne, aber... Ich kann Toxin. Also ich habe halt keine effektive Attacke, aber ich kann Toxin. Sunny kann sich heilen. Ist kein Thema, da mache ich die ganze... Da macht er mir auch keinen Schaden. Wobei, der kann Donnerblitz wahrscheinlich. Das ist nicht gut. Das war schlecht gedacht. Ich habe gerade den größten Fehler gemacht. Ich habe gedacht, dass der mir keinen Schaden macht, wenn ich selbst Starmie habe. Aber der kann mit Sicherheit Donnerblitz. Das heißt, das Gift würde nicht allzu viel bringen, wenn ich sein... Ich müsste halt mit Starmie dann seinen Wert senken oder so. Oh mein Gott, das ist richtig riskant. Ich mach trotzdem Toxin. Und dann fliege ich. Psychokinese? Okay, dann kann ich leben. Damit kann ich leben. Das war schon recht stark. 50, 53 KP. Es muss treffen. Yes. Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Ein wahres Spannungs- Fliegen. Feuerwerk. Fliegen macht auch ein bisschen mehr Schaden als Eisstrahl. Das ist schon, oh mein Gott, er kann wirklich Donnerblitz. Was ist das? Ich bin paralysiert. Scheißdreck. 10 KP aktiv. Ich bin paralysiert. Ich bin paralysiert. Ein sehr rasanter Kampf. Es wäre so gut gewesen. Es hätte Runden hinausgezögert. Ich bin total am Arsch. Oh, scheiße. Jetzt nimmt das ja auch keinen Schaden. Oh, fuck, 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 Vieh. Dieses Fuck-Vieh. Ich habe nur noch Sunny. Er ist auch noch 2 Level höher. Er ist 100% schneller als ich. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es, alles oder nichts. Meine Frage ist, wenn er schneller ist, kriege ich nur einen Angriff durch. Ich muss jetzt erstmal testen, wer überhaupt schneller ist, indem ich Genesung benutze. Weil wenn er jetzt nämlich schneller ist als ich, dann würde ich keinen zweiten Angriff mehr hinkriegen. Sind wir uns da einig? Er ist schneller als ich. Scheißdreck, er darf mich auch nicht paralysieren, dann hätte ich Problem. Dann hätte ich Problem, Alter. Er macht auch über die Hälfte Schaden. Jetzt habe ich 20 Schaden gemacht. Oh mein Gott. Er macht mir mehr Schaden. Oh mein Gott. Er trifft mich auch jedes Mal. Er darf. Nein. Oh, scheiße, ich habe verloren. Oh, das ist so ärgerlich. Es kann natürlich auch sein, dass er einen Volltreffer macht. Ich habe jetzt sowieso verloren. Das waren jetzt 30 KP Schaden. Naja, schaffe ich nicht. Nächster Angriff von dem reicht. Den hab ich verloren. Beide Pokémon sehen entschlossen aus. Ja, der macht mir aber 100 Schaden. Das ist kein Thema. Wie kommt denn das? Perfekter Treffer. 9. 9 KP. 40. Das reicht nicht. Es regeneriert das sind 75 oder so. 80 oder so. Der brandheiße Kampf reicht. Ne, ihr habt verloren. So wenig macht er nicht. Ne. Die Idee war gar nicht so schlecht, aber... Ne, verloren. Leider nicht geklappt. Der Schaden vom Gift war wirklich gut, aber... Aber das war nicht die Strategie. Ich habe vergessen, dass Starmie Donnerblitz kann. Weil meins kann es halt gerade nicht... Und ich war mir so sicher, dass er mir keinen Schaden machen würde. Und dann hätte der Plan natürlich äußerst gut funktioniert.
Aber mit Donnerblitz keine Chance. Okay, wir beginnen wieder mit Zapdos. Wir nehmen auch weiterhin Polaros mit. Und Sunny kann sich halt, wie gesagt, heilen. Das ist eigentlich so gut. Aber ich fürchte... Nein, eigentlich, warte mal. Du hast 134 Spieler, 154. Ich habe das Bedürfnis, Uri Geller wegen Dingens mitzunehmen. Ich kann versuchen, Starmie zu paralysieren. Wenn es kommt, da ist es. Ich könnte es paralysieren und im schlimmsten Fall mit Geowurf besiegen. Ich könnte es natürlich auch voll mit Donnerblitz angreifen, aber ich mache es jetzt erst sicher. Ich mache jetzt die Safe-Variante. Gerade habe ich... Alter Schwede. Gerade hatte ich das Problem, dass das Vieh... Dass das Vieh halt immer durchkam und es gegen die meisten meiner Pokémon stark ist. Gegen Zeus jetzt nur so mittelmäßig, aber ich möchte es auf jeden Fall nicht riskieren, dass... Guck mal, da wechselt er schon wieder. Ich hätte nochmal Donnerwelle machen sollen. Einfach nur weil. Oder der Donnerblitz macht jetzt den gleichen Effekt. Das wäre auch cool, aber es ist Hypno. Hypno ist, glaube ich, etwas langsamer als ich. Hoffe ich. Wir sind 135 schnell. Es könnte sein, dass Hypno langsamer ist, könnte auch sein, dass es schneller ist. Ich werde es auch paralysieren. Ich will auf keinen Fall mit einem Pokémon gegen den kämpfen. Er ist langsamer, das heißt, ich komme mit der Donnerwelle durch. Vielleicht darf ich ja sogar nochmal angreifen. Wer weiß. Darf ich nicht. Okay, es sei denn, ich überlebe das. Das ist natürlich, das wäre natürlich klasse, aber das werde ich nicht. Doch! Hypno ist nicht so stark, wie ich dachte. Donnerblitz. Er hat noch 60 KP. Der Kampf sieht schon viel besser aus, finde ich. So ein paralysiertes Starmie und ein besiegtes, vielleicht besiegtes Hypno. Ein besiegtes Hypno. Nennen wir es ein... Nein, es hat noch 3 KP, okay. Aber das ist quasi besiegt. Ein Angriff von egal wem reicht. Von egal wem. 12.21 Uhr. Der Cup dauert doch wieder etwas länger, als ich dachte. Ich hatte schon gedacht, es geht schneller, aber... Okay, wir nehmen Uri Geller. Nehmen wir Uri Geller, damit ich Polaros nicht in Gefahr bringe, wenn es gegen Dingens kämpft. Falls es gegen Starmie kämpfen müsste. Ich setze jetzt Psychokinese ein, falls er wird erwechselt. Ich hätte Geowurf machen sollen. Das wäre richtig safe, aber Simsala? Oh mein Gott, das ist Simsala. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Donnerwelle. Dein Spezialwert ist gesunken. Oh mein Gott, das ist perfekt. Donnerwelle. So. Es klemmt sich in den Boden. Ich wechsle. Das ist so eine Gelegenheit, kriege ich nie wieder. Polaros. Ich weiß, Polaros würde, wenn er jetzt gleich auch wechselt, nicht so gute Chancen haben gegen Starmie. Aber da kann ich auch immer noch Fliegen benutzen. Da geht er erst paralysiert. Das ist immer noch... Dingens würde nichts bringen. Dingens, wie heißt es? Reflektor würde nichts bringen, außer gegen... Falls er nochmal Simsala einsetzen könnte, um mein letztes Pokémon anzugreifen. So, egal, wir machen auf jeden Fall... Warum mache ich Eisstrahl? Achso, weil es seinen Wert gesenkt hat, klar. Er könnte das eventuell bei mir auch machen, das wäre nicht gut. Es ist gut gelaufen, das heißt, er kriegt jetzt voll einen von mir ab. Ich hatte schon so ein Gefühl, aber es wollte mir nicht, es wollte es einfach nicht. Das ist schade, hätte ich gemocht. Nein, es wäre ein glorreiches Finale geworden, wenn das funktioniert hätte. So. Mach's kaputt.
Simsala besiegt. Hypno ist auch besiegt. Da haben wir Hypno, das haben noch Starmie als Gegner. Mich stört jetzt allerdings ein bisschen, dass mein Spezialwert gesunken ist. Das heißt, Starmie macht mich mit einem Donnerblitz ordentlich kaputt. Aber ich kann fliegen. Ich setze erst Fliegen ein. Einmal. Dann mache ich ihm schon mal ein bisschen Schaden. Nicht so super viel. Ich sag mal so 50. Wenn 50 Schaden sind, ist es gar nicht schlecht. Es wäre natürlich cool, wenn es einfach ein Volltreffer werden würde und es geht schneller kaputt. Das wär gut. Und noch gleich Uri Geller. Uri Geller ist leider... kann sie nicht heilen zum Beispiel. Das ist sehr gefährlich. Friss das. Was ist das? Mitten ins Schwarze. Donnerblitz. Oh, das ist mega gute Chancen, habe ich gerade. Das waren keine guten Chancen. Er darf nicht zur Genesung kommen. Er darf dazu nicht kommen. Weil ich kann mich nicht heilen, er schon. Aber ich habe wenigstens 50 Fixschaden-Attacke. Das ist perfekt. Das heißt, wenn er seine Runde verschwendet, um sich um... Okay, der heilt sie um 80, ne? Das ist nicht gut. Würde sich um 80 heilen. Ich kann mit Giro 50 machen. Wenn er jetzt einmal nicht drankommt, wäre es absolut, dann habe ich gewonnen. Dann hätte ich gewonnen. Ein Angriff dürfte der nicht drankommen. Ich habe gewonnen. Freunde, ich habe es geschafft. Pokémon Cup. Meisterball. In der zweiten Runde. Erledigt. Das ist eins dieser Probleme, die ich damals hatte, glaube ich. Ich glaube, da war ich auch. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn besiegt. Der hat nur noch Hypno. Mit 3 KP oder so. Keine Chance. Der ist paralysiert. Der kann gar nichts tun. Der ist am Arsch. Kann er vergessen. Pnohü. No. No. Ich weiß nicht, wo das diesen Sound macht. Ich glaube, in Puzzle League macht das den für N64 so. Macht das so. No. No. Das klingt total witzig. Nein, ich werde jetzt nicht Metronom benutzen. Wenn ich jetzt explodiere, habe ich verloren. Das wäre super dumm. Also, Psychokinese oder Geowurf? Was meint ihr? Wir sind Uri Geller, wir nutzen Psychokinese. 3 KP, hallo? Der Sound hat auch schon wieder Probleme. Aber ich habe gewonnen. Volltreffer. Ich hätte mir so einen Löffel hinlegen sollen, nicht so halte. Das wäre gut. Das mache ich auch so. So, einen Löffel halten und... Das wäre super geworden. Egal. Ich habe gewonnen. Pokémon Cup Meisterball in Runde 2. Ja, wir kriegen jetzt sogar noch so einen Ruhmeshallen-Eintrag, glaube ich. Oder nicht? Yes! Ah, ist das schön. Das ist immer wieder richtig schön zu sehen. Meine eigenen Hos. Ah, das ist cool. Ich liebe das. Sunny! Da. Meisterball. Oh, das ist so schön. Ich finde, Meisterball sieht voll hässlich aus eigentlich. Bin auch ein Fan vom Superball tatsächlich. Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, einen weiteren Cup zu gewinnen. Ein Meisterball haben wir schon hinter uns. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Meisterball von zweien. Jetzt kommt als nächstes Giovanni in der Arena Leiterburg und dann der Pika Cup, dann die Top 4 und dann der Premium Cup. Und was dann folgt, das wisst ihr. Na? Also, nämlich das Finale. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Stadium. Die Prinzessin verabschiedet sich. Also, ciao. Oh, das war super, das hat Spaß gemacht. Und was krabbelt da wieder für ein Käfer rum? Hallo? Was bist du denn? Tschüss. Ich bin fies, oder?